Und dazu brauchen wir natürlich noch ein viertes Kandidatenteam. Ich finde, DJ Ike, wir zwei wären auch ein cooles Team, oder? Wir würden es auch schmeißen, ja. Aber hallo, aber wir brauchen dich definitiv an den Turntables. Hast du schon coole Mucke für das nächste Partyspiel? Auf jeden Fall. Sehr cool, dann fehlt jetzt noch unser viertes prominentes Spielerpaar. Von Schloss Einstein, Ferdinand Dölz alias Bruno. In der Serie steht er auf Rap, doch im wahren Leben auf Rock. Seine Teampartnerin Hilla von der Mädchen-WG. Hallo, hier spricht Hilla, ne? Unschlagbar, schlagfertig, hübsch und chaotisch, das ist ihre Art. Und hier ist Team 4, unsere jungen Wilden. Herzlich willkommen, Hilla und Ferdinand! Hallöchen, ihr zwei, kommt hier vor zu uns. Schön, dass ihr da seid. Mensch, eine Augenweide nach der anderen, unglaublich. Hilla, wie ist das so bei dir, wenn du auf Partys gehst? Was ist so deine Masche, dein Trick, wenn du einen hübschen Kerl irgendwo siehst? Also meine Masche ist es einfach schön abzugehen, einfach zu tanzen, auch wenn ich es nicht kann. Dann finden die einen sofort toll. Ich probier mal an Ferdinand aus. Finde ich sehr ansprechend. Ferdinand, wirst du lieber angesprochen oder sprichst du lieber an? Das kommt auf meinen Zustand an. Oh, wollen wir das vertiefen? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, aber ansprechen ist schon, also es ist immer so, mal so. Mach mal vor. Hallo. Das war ganz schön scharf. Kennt ihr denn den Nicker? Den Nicker? Ja. Augenkontakt aufbauen, ja, und dann, wenn er guckt, das ist der Nicker, den müsst ihr euch merken, okay? Wie sieht's bei euch aus mit Hüftschwung? Könnt ihr tanzen? Also bei Hila haben wir es schon gesehen, aber Ferdinand, von dir hätte ich gern einen. Go Ferdi, go Ferdi, go Ferdi. Kannst du auch den Running Man mal machen? Den Running Man? Running Man. Naja, nicht. Also, das finde ich jetzt der Partykracher schlechthin. Ich mag den ja total gerne. So, Hila, vor wem hast du heute am meisten Angst hier? Vor dem Bürgerlast Dietrich. Ja, das ist mein Erzfeind Nummer eins, mein Staatsfeind, aber er ist ganz cool. Warum denn? Weil er ist lustig, man mag ihn einfach, aber man darf sich nicht in ihm täuschen. Ja, ja, ja. Ich glaube, jetzt heißt es langsam aufgepasst hier. Und bevor Bürger Lasinich seine Tricks verrät, geht's los, ihr lieben Herzensbrecher, in die nächste Runde. Kommt bitte mit, denn wir starten das Game. Jawohl. Genau, Janina, Erik, kommt alle mit. Dabei, die noch nicht gespielt haben. Ich sag euch, wir haben das Partyspiel für Herzensangelegenheiten. Oh ja, es ist sozusagen ein verknalltes Spiel, könnte man sagen. Herzrasen war gestern, bei uns heißt es Herzblasen. Genau. Die Frage ist natürlich, Janina und Erik, bitte bleibt bei mir. Was hat das jetzt mit verknallt zu tun? Ganz, ganz einfach. Ihr seht, es gibt einen Sitz für jedes Team mit einem Blasebalg drauf. Aber was bringt man jetzt zum Knallen? Tja, keine olle Luftmatratze, so viel steht fest. Sondern wir haben hier wunderschöne Herzluftballons aufgestellt. Ihr pumpt da ordentlich Luft rein. Und bei welchem Team das Herz zuerst platzt, die bekommen die 5 Punkte. Ja, die Frage ist nur, wie kommt dort die Luft rein? Und wir haben uns ein bisschen was Albernes ausgedacht, dass das Publikum auch mal ein bisschen Spaß hat. Nämlich, es geht wie folgt. Man setzt sich vor den Stuhl und immer schön hoch und runter. Mit den Pöpkes. 10 Sekunden jeder. Und dann gibt es einen Wechsel. Das heißt, verplempert keine kostbare Zeit bei den Wechseln, okay? Alles klar bei euch. Dann wollen wir von euch den Countdown hören. 3, 2, 1, Peitschen! Und dann geht's los. Jawohl, Janina legt schon ordentlich los. Sehr schön. Bomben, da geht doch noch was, Ferdi. Gib mal Gummi. Und sag mal das Wechsel. Wechsel. Los. Oh, balla. Das ist aus, das ist aus. Ja, schneller. Ist das so ein Spiel? Ja, jeden Tag. Und wieder Wechsel. Jeden Tag doch noch. Wechsel. Ferdi, schon mal so ein Schlauchboot aufgepumpt. Nein. Mach das. Und sieht doch verdammt blöd aus. Und Wechsel. Publikum, wir machen ein bisschen mit, damit die nicht alleine so blöd aussehen. Hör. Jetzt gibt Hila hier richtig Gummi. Ordentlich mit Popkiss raufgeklatscht. Genau. Und nochmal Pause. Und Ferdi geht wieder Golgas. Es sieht so blöd aus. Ne? Geht schön in die Beinchen, oder? Wir können auch einmal mitmachen, liebes Publikum. Und Wechsel. Und Wechsel. Zack. Hau, hau, hau. Ziemlich gleich im Moment noch. Zack, zack, zack. Jawohl, Hila. So wird's gemacht. Alter, ui, ui. Janina, du bist doch sportlich, oder? Es geht so! Ja, du hast... Oh, 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 ihr könnt gleich platzen! Und noch ein Break! Ich hab das Gefühl, Jazz, jetzt langsam haben die Leute den Trick raus. Es wird immer größer, das Herz. Ich hab ein bisschen Angst. Und liebes Publikum, gebt noch einmal Applaus für unsere Sportler hier! Oh, oh! Komm, wir können es schaffen! Los, Ferdi, gib Gummi! Oh. Ich bin
zugucken dürfen, um einfach in die Hose zu posten, ja. Liebes Publikum, das geht jetzt richtig in die Beine, die Spannung. Ja, hallo. Gewonnen. Geht nicht. Hey, der ist doch, der ist viel dicker. Nee. Das ist alles ganz echt, kannst du mir glauben? Alter Schwede, habt ihr schon mal so viel Sport gemacht, ihr zwei? Ja, schon. Schon? Genau in dieser Version auch? Nee, ne? Nicht mit dem Hintern, also mit den Beinen mehr so. War es denn anstrengender für den Hintern oder anstrengender für die Beine? Es war anstrengend für alles, das war Sport für die nächsten 3 Monate. Also nie wieder. Würde mir genauso gehen. Aber Janina, du bist ja hier so ein bisschen die Sportskanone in den ganzen Teams, oder? Na was ja. Du alles so? Also ich schwimme und habe ja für Allein gegen die Zeit Taekwondo gemacht. Alter. Wieder. Hallo, mach mal. Oh nee, jetzt ist es schon so lang her wieder. Also, yeah. Ist er. Applaus wert, oder? Und yeah. Ich weiß ja nicht, wer es gesehen hat, aber Janina kann auch Trapezfliegen machen. Ja, kann, ja. Wir haben uns ja getraut. Haben wir in New York gemacht, wer es von euch gesehen hat. Aber jetzt ist mal Zeit für Punkte. Und dieses Spiel eindeutig gewonnen. Hila und Ferdinand und damit 5 Punkte. Jawohl, alle 4 Teams sind beim ersten Mal durch jetzt. Jeder hat einmal gespielt, da ist das ganz genau. Und wir schauen auf den Punktestand, um uns mal einen Überblick zu verschaffen. Johanna Bürger-Lars und liebes Publikum, ihr könnt euch immer applaudieren. Bekommen 5 Punkte bisher. Christine, ja. Ralf, leider noch 0. Janina, ja, und Erik leider auch noch 0. Aber Ferdinand und Hila haben gerade fette 5 Punkte kassiert.